Wir sind Ola und Gerfried und wir bereisen Europa mit dem Camper. Letztes Jahr waren wir 4 Monate in fast ganz Europa unterwegs. Und diesmal reisen wir 6 Wochen durch den Frühling. In der letzten Folge hatten wir die wunderschöne Moselschleife besichtigt und anschließend Trier besucht. Die Olli ist schon wieder abgängig, sie hat einen Wollladen entdeckt. So geht's mir. Heute. Da ist sie wieder. Geschafft und jetzt habe ich meine Belohnung verdient. Wir haben am Weg hierher einen Coffeeshop, der vielversprechend aussah, entdeckt und dort geht's jetzt hin. Vor dem ultrawechselhaften Wetter flüchten wir und dann sind wir am Ende unseres Deutschland-Teils dieses Roadtrips angelangt. Naja, abwarten. Jetzt kommen mal einige unserer berühmt-berüchtigten Planänderungen. Luxemburg ist ja praktisch nebenan und das wäre jetzt irgendwie schade, das komplett auszulassen. Müllertal Trail, 112 Kilometer langer Trail. Und die Zeit haben wir nicht. Das wird sinnvoller sein, wenn wir die Luxemburg-Pläne jetzt leider canceln. Gestern wurde uns empfohlen, in Wasserbillig zu tanken. Dort scheint es eine Tankstellenstraße zu geben, eine Tankstelle nach der anderen und wohl 20 Cent günstiger als in Deutschland. Das schadet bei den derzeitigen Preisen natürlich nicht. Ja, hallo Luxemburg! Haben wir das auch mal gesehen, leider wirklich nur ganz, ganz kurz, nur fürs Tanken. Das ist dann wohl diese Tankstellenstraße und auch hier hatte der Rainer wieder recht. Es macht fast keinen Sinn zu vergleichen, die haben alle den gleichen Preis, bis auf eine, die war noch 3 Cent billiger, aber das ist dann auch schon egal. 1,721, es gibt noch ein Wunder. Der Tipp war gut, das hat uns jetzt einiges erspart, weil wir haben 80 Liter reinbekommen und das bei sicher 20, wenn nicht 30 Cent weniger als in Deutschland. Hat sich ausgezahlt. Und jetzt haben wir auch Tankstellentourismus gemacht. Ja, jetzt waren wir, ich glaube, zum ersten Mal überhaupt Tankstellentouristen, aber hilft ja nichts bei den derzeitigen Preisen. Wenn man weit fährt, dann macht das schon was aus. Rafa, der Ducato, hat sich beschwert wegen des Ölstands, genau an der Tankstelle und auch noch an einer Tankstelle, wo es nur W30 gibt. Das ist ziemlich selten. In Deutschland haben wir keins gefunden. Jetzt füllen wir mal nach. Und jetzt machen wir ein ganz kurzes Stück durch Luxemburg, nehmen die nächste Brücke wieder zurück. Unser Navi hat wieder Ideen für uns, aber 2,8 Meter, das reicht nicht mit den Surfboards am Dach und der Dachbox. So ein Spahn. Läuft so richtig und am anderen Weg ist die Straße gesperrt, deswegen wollte uns das Navi wahrscheinlich so durch die niedrigen Tunnels schicken. In dem Fall zurück, wo wir hergekommen sind. Und dann sind wir wieder in Deutschland und machen noch einen Stopp, nämlich an der Saarschleife. Wenn wir Glück haben und das Wetter hält, dann sehen wir die heute noch. Und wenn wir früh genug aufstehen, dann sehen wir morgen dort den Baumwipfelpfad. So jedenfalls der Plan. Schauen wir mal, ob es aufgeht. Eine Stunde Fahrt circa bis dorthin. Los geht's. Und schon sind wir wieder an der Mosel zurück und diese Gegend ist wirklich so wunderschön. Auch hier immer noch. Es ist vom Charakter her jetzt ein wenig anders, aber immer noch wunderschön und so idyllisch, egal ob auf der Luxemburger Seite oder auf der deutschen Seite, also hier würde ich es auch länger aushalten. Hier sind wir jetzt im Ort Orscholz, wo hinter uns die wunderschöne Saarschleife sich befindet.
Leider haben wir die Sonne knapp verpasst, beziehungsweise versteckt sie sich jetzt wieder hinter einer Wolke. Aber wir wollen dann morgen diesen Baumwipfelpfad gehen. Öffnet leider erst um 9.30 Uhr. Das schönste Licht werden wir auch da verpassen. Aber wir genießen es trotzdem. Es ist wirklich sehr schön. Ich kann jetzt gar nicht sagen, was schöner ist. Die Moselschleife, die wir in Bremen besichtigt haben, oder hier die Saarschleife in Orscholz. Ich freue mich morgen auf den Baumwipfelpfad. In den letzten zwei Tagen sind wir von da oben kurz nach Koblenz gekommen, die gesamte Mosel nach unten gefahren, bis Trier, dann ein kurzer Ausflug nach Luxemburg und jetzt sind wir hier. Hier gibt es übrigens ganz viele schöne Wanderwege, kurze, lange, wie man möchte, sehr viele schöne Möglichkeiten in der Natur aktiv zu sein. Gefällt uns wieder sehr, sehr gut. Dann gibt es den Baumwipfelpfad und dann kann man sich noch an der Saar direkt vergnügen und das wollen wir vielleicht jetzt morgen auch noch machen. Wieder nicht den Plänen entsprechend, aber die Olda hat da einen schönen Gravelpfad entdeckt und den wollen wir vielleicht morgen mit den Rädern ausprobieren. Eine Brücke haben wir vergeblich gesucht über die Saar, aber da unten gibt es eine Fähre, eine Personenfähre. Also es bleibt spannend, irgendwas werden wir morgen sicher erleben. Und deshalb ist es gut, wenn man einen Protektor auf seinem Screen hat. Der hat es jetzt wieder gerettet, aber ich brauche einen neuen. Wir lassen unser Abend gemütlich ausklingen mit etwas Cheddar. Und den Falzbenzin, den der liebe Michael uns auf dem Parkplatz von Tiger Expert hinterlassen hat. Danke vielmals an der Stelle. Guten Morgen und da sind wir auch schon am Baumwipfelpfad. Nicht ganz zur Öffnungszeit. Man macht hier um 9.30 Uhr auf. 10 Uhr haben wir geschafft. Das ist schon nicht so schlecht für uns. Und wir sind auf unserem ersten Baumwipfelpfad. Cool, oder? Sehr spannend. Wir sind da guten 10 Meter höher. Ich glaube, es wird noch mehr mit der Zeit. Das Ganze ist nicht nur ein Weg, sondern man bekommt auch immer wieder an diversen Stationen Informationen zum Wald, zur Entstehungsgeschichte, zur Geologie hier. Also auch für Wissbegierige eine gute Sache. Es ist spannend. Es beginnt jedenfalls schon mal sehr vielversprechend. Wir haben sowas noch nie gemacht, wie gesagt. Es gibt auch bei uns, ich glaube, im Burgenland sowas. Und im Salzkammergut stand hier beschrieben, gibt es einen, der hier zu dieser Organisation dazugehört. Haben wir noch nie gemacht. Ist vielleicht ein Fehler. Fängt gut an. Wir nehmen euch mit. Man lässt sein inneres Kind so gut freilaufen. So weg ist die Olli. Da sind wir ganz oben auf dem Baumwipfelpfad mit dem wunderbaren Ausblick auf die Saarschleife. Musik.
Zeit wieder runterzukommen, aber flott. So, da sind wir wieder. Schön war das. Ein tolles Erlebnis. Die Ola kann gerade nicht mit euch sprechen, denn sie brauchte jetzt ganz dringend einen Schokokeks von der ganzen Anstrengung. Nein, ist ein ganz einfacher Spaziergang, kein Aufwand dabei. 11 Euro kostet das Ganze, zahlt sich aber aus. Allein dieser Turm mit der Aussicht, da hat man erst so den richtigen Saalschleifenblick, denn unten auf dieser Aussichtsplattform, wo wir gestern Abend waren, da ist der Wald davor und da sieht man gar nicht die ganze Schleife. Allein dafür hätte ich die 11 Euro gezahlt und der Baumwipfelpfad ist natürlich auch ein Erlebnis. Jetzt müssen wir uns entscheiden, wie es weitergeht. Eigentlich ist Elsass am Programm, aber die Euler hat diesen schönen Weg unten an der Schleife entlang gesehen und wir schauen jetzt mal, ob man da Radfahren kann und vielleicht machen wir das noch. Das wäre lustig. Ja, der Stellplatz hier an der Reha-Klinik ist eigentlich ganz okay. Man wird ins letzte Eck des Parkplatzes verbannt, aber dort ist es eigentlich schön zu stehen. Und es ist super, dass das angeboten wird. Allerdings, ihr müsst aufpassen, der Preis, der ist ein wenig missverständlich ausgeschildert. Da steht 4 Euro pro Tag. Aber, Olli? Das wird wohl für einen Kalendertag gelten und nicht für die 24 Stunden, weil bezahlt haben wir gerade 7 Euro. Es ist noch immer in Ordnung, aber wir sind noch keine 24 Stunden da. Wir sind gestern so um 19 Uhr angekommen und jetzt ist es 11 und wir fahren wieder. Und trotzdem bezahlen wir fast das Doppelte des ausgeschilderten Tagestarifs. Das ist ein bisschen unfair, könnte besser beschildert sein. Aber gut, der Preis an sich ist immer noch akzeptabel und für uns geht es jetzt einmal um den Ort herum, die Straße hinunter zur Saarschleife und dort packen wir die Räder aus. Eben noch da oben, jetzt schon hier herunten am Parkplatz und gleich kann die Radtour losgehen. Es ist echt schön da. Wir machen jetzt so eine Tour von Brücke zu Brücke. Also am einen Flussufer bis zur ersten Brücke, dann drüber, dann auf der Innenseite der Schleife einmal rundherum bis zur nächsten Brücke, dann wieder über den Fluss und auf der Außenseite der Schlinge zurück zum Parkplatz. Das ist jedenfalls der Plan. Technische Optimierungsmaßnahmen bei Euler. So, jetzt sind wir auf der anderen Flussseite angekommen, wieder gegenüber des Campers. Und jetzt geht es in etwa gleich weit nochmal in die andere Richtung. Und dann haben wir es. Eine sehr sanfte Tour. Olli, wie gefällt es dir? Ich glaube, ich muss Sonnencreme schmieren. Ah, hast du mit? Ja. Okay.
Ja. Hallo. Hi. So, das war's jetzt gleich mit Deutschland. Wir sind kurz vor der französischen Grenze und werden diese gleich überqueren. Und dann schauen wir mal, wo es uns heute noch hin versteckt. Schön war's, wir kommen sicher wieder. Nach der französischen Grenze ging es erstmal dahin, durch sehr ländliche Gegenden, durch Felder und über Flüsse und Kanäle. Da war nicht viel. Irgendwie schon reizvoll, aber jetzt wissen wir, warum Lorraine nicht so richtig am Touri-Radar ist, denn zumindest in der Region, durch die wir gefahren sind, da war nicht viel. Trotzdem reizvoll und wir haben unseren Weg einfach gemütlich in Richtung Elsass fortgesetzt. Kurze Pause hier am Saarkanal und jetzt geht's auch schon wieder weiter. In Falzbourg haben wir dann einen Stellplatz gefunden, der ist total großzügig. Kostenlose Fähr- und Entsorgung, Wasser kostenlos, sogar der Strom kostenlos und wird entsprechend auch gerne genutzt. Bei dieser Durchfahrt hatten wir kurz Zweifel, ob wir da durchpassen, ist aber hoch genug. 3,60 Meter hat es, da passen die meisten Wohnmobile schon noch durch. Und dahinter verbirgt sich wirklich ein toller Stellplatz. Man steht da hinter einem alten Gebäude, das wohl mal ein Fabriksgebäude war, jetzt in Wohnungen umfunktioniert wurde und hat dann nur ein paar Meter bis in die Stadt. Ach, dieser wunderschöne Gefühl von wieder in Frankreich sein. Dieser Ort hier nennt sich Falzbourg und scheint am Mittwoch ziemlich ausgestorben zu sein. Die Eule hatte gehofft, was zum Essen zu finden. Bislang kein Glück, es hat alles geschlossen. So schön das Unterwegssein auch ist, nur die Landschaft genießen können wir nicht, denn diese Videos zu erstellen ist ziemlich viel Arbeit. Falls du uns dabei unterstützen möchtest, kannst du hier Kanalmitglied werden oder uns auf Steady supporten. Die Links dafür findest du unter der Videobeschreibung und wir danken an dieser Stelle allen unseren bisherigen Unterstützern. Dankeschön. Guten Morgen. Gerade noch rechtzeitig das Brot erbeutet, denn jetzt steht, wie in Frankreich üblich, die Schlange vorm Bäcker. Leider keine Sonne heute, aber vielleicht wird es noch. Jetzt mal zurück zu Ola. Frühstück und dann sehen wir weiter. Ich wollte nur Hallo sagen. So, ein gemütlicher Morgen hier am Stellplatz neigt sich dem Ende zu. Wir haben unser Croissant verputzt, Kaffee getrunken und dann ziemlich viel Zeit für diverse Campingdienste verbraucht, denn wir hatten einen Berg an Geschirr zu waschen, haben Wasser gefüllt, entsorgt und so weiter. Einen Faltschlauch und einen Alpfilter bräuchte man, sonst muss man mit Gießkannen füllen. Hat uns sehr gut gefallen hier, sehr idyllisch ist die Art von Stadt, wo einen jeder auf der Straße grüßt. Auch morgens jetzt wurden wir in mehrere Gespräche verwickelt. Vor dem ersten Café gar nicht so einfach auf Französisch. Ja, hat uns gut gefallen. Vielleicht sollten wir Lorraine doch mal auf die To-Do-Liste setzen. Da gibt es sicher auch einiges zu entdecken. Für uns geht es jetzt aber weiter plangemäß. Wir halten uns ausnahmsweise mal an unserem Plan. Ab ins Elsass. Und jetzt fängt es leider zu nieseln an. Das heißt, es ist gutes Fahrwetter. Wir machen jetzt die letzten paar Kilometer bis ins Elsass.
Wohin es uns genau verschlägt und was wir dort erleben, erfährst du im nächsten Video. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns nächste Woche.